Hallo Leute, willkommen bei Let's Play Stronghold. Ich bin euer Fabi und ja, starten wir die nächste Mission. Ich glaube, es war die sechste. Und los. Ihr verdammter Narr! Was in Gottes Namen glaubt ihr, dass ihr da tut? Nun, um ehrlich zu sein, war ich es, der den Befehl gab, die Gegend weiter zu erkunden. Ja, das mag sein, aber nicht einmal ihr wärt so dumm, einen Frontalangriff auf die Püs anzuordnen. In der Zwischenzeit erhält die Ratte die Nachricht vom Verlust seiner Grafschaft. Das glaube ich nicht. Meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nichts unternehmen. Ich habe die Grafschaft verloren. Zeigt etwas Rückgrat. Mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange. Ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder. Vertraut mir. Später trifft eine Botschaft der Ratte ein, die besagt, über eure neu erworbene Grafschaft würde eine Blockade verhängt. Während Sir Woolsack die Nachricht verliest, schaut ihr und Sir Longarm drein wie begossene Pudel. Depüs ist bereit, über eine Waffenruhe nachzudenken, wenn wir unsere Truppen sofort aus seiner Grafschaft abziehen. Das ist eine Falle! Auf eben diese Weise wurde der Vater dieses Burschen getötet. Wir sollten unseren Vorteil für einen weiteren Schlag nutzen. Nein, nein, für einen ausgewachsenen Krieg haben wir nicht genug Männer. Ihr werdet entlassen, damit die Lords die wichtigen Einzelheiten eurer nächsten Aufgabe besprechen können. Schließlich stürmt Sir Longarm mit hochrotem Kopf aus dem Gemach, um euch eure nächste Aufgabe zuzuweisen. Lord Woolsack wünscht in seiner Weisheit, dass ihr einen Waffenstillstand aushandelt. Aber mir gefällt das nicht. Ich stelle euch meinen besten Steinmetz zur Verfügung, sodass ihr euch auf das Schlimmste vorbereiten könnt. Errichtet ein kleines Lager auf einer offenen Lichtung und erwartet dort die Ankunft des Herzogs Depüs. Ihr dürft ihm auf keinen Fall mit Waffengewalt drohen. Um unsere Ländereien zu sichern, müssen diese Verhandlungen ein Erfolg werden. Herzog Depüs wünscht ein Treffen mit euch in dieser Schlucht. Es ist eine Falle. Sir Longarm hatte recht. Ja, gut, ich kann jetzt nicht wirklich was machen. Die Bogenschützen sind verloren. Eine Falle! Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt. Jetzt erhaltet ihr neue Befehle. Errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzogs de Pus vor. Setzt die Steinmetze ein, die ich euch mitgab, um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten. Genau. Und genau das werden wir jetzt tun. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Da ist der Wegweiser dort und hier hinten. Also ihr seht, es gibt mehrere Stellen. Dort, dort und hinten in der Schlucht. Ja, würde ich sagen, setzen wir unseren Bergfried recht nah an den Steinvorkommen, auch an den Holzvorkommen. Ja. So. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Kornspeicher, das ist weiter weg. Hier. Ein Vorratslager. Was haben wir für Nahrung? Alle drei Nahrungseinheiten. Ja, bauen wir erstmal den Jägerstand. Das ist am Anfang relativ schnelle Nahrung. Drei Stück. Und Holzfäller nicht vergessen. So. Ja, hier ist der Bär.
oder ein Bär, wie ihr seht. Es kann recht lästig werden. Oder er kann recht lästig werden, weil wenn Bauern oder meine Militäreinheiten in der Nähe sind, würde er sie angreifen. Meine Jäger haben jetzt kurz einen Prozess mit ihm gemacht und ihn getötet, was eigentlich auch recht nützlich sind, ist, weil die Jäger greifen auch feindliche Einheiten an. Genauso wie die Holzfäller mit ihrer Axt, wenn sie in der Nähe sind. Vielleicht werden wir das später mal noch sehen. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir gleich einen Steinbruch oder zwei. Und auf jeden Fall eine Hütte. So. Waffengebäude haben wir wieder die Pfeilmacherei. Nahrungsgebäude, Bäckerei und die Mühle. Ja. Und hier seht ihr die Steinwelle. Und jetzt gibt es auch Steinunterkünfte. Keine Holzunterkünfte mehr. Das Torhaus haben wir jetzt dieses kleine steinerne Torhaus. Sieht so aus. Ja, ihr seht, der Steinbruch hat ein eigenes kleines Vorratslager. Dort werden die Steine gelagert und mit einem Ochsenjoch werden die Steine dann abgeholt. Da steht ein Ochse, der vom Ochsenführer dann beladen wird und dann die Steine werden dann ins Vorratslager gebracht. Man muss schauen, wie viel Ochsenjoche man benötigt. Das kommt auf die Entfernung zum Vorratslager an. Ich schätze mal, hier werden zwei ausreichen. Also pro Steinbruch eins. Oder ja, ein Ochsenjoch. Sind die Steinbrüche weiter weg, müsste man zwei oder drei hinbauen. Aber das werden wir sehen. Ja, bei dem Steinwall ist immer zu beachten, man baut einen normalen Wall, so, und dann davor den Zinnenwall. Das ist sozusagen nochmal ein zweiter Wall mit Zinnen, wo die Bogenschützen sich dann platzieren oder positionieren können und geschützt sind. Bin zur Stelle! Wir hatten schon einen. Ja. Acht Bögen. Rücken aus. Schon als Vorrat bekommen. Upsala. So. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Wie sieht's mit unseren Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja. Machen wir noch ein paar Käsefarmen. Stück. Ah, vier. Es sind ja nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude okay zu verwalten. Bauen wir noch eine Hütte. Und noch zwei Jäger. So. Müsste unsere Nahrung gesichert sein. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Geben wir mal Extra-Rationen aus.
Mauer fertig. Bauen wir hier ein kleines Torhaus hin. So. Ja, man benötigt immer eine Treppe oder ein Torhaus, damit die Bogenschützen oder die Militäreinheiten auf den Wall kommen. Deshalb empfiehlt es sich immer, eine Treppe noch mit dran zu bauen an den Steinwall. Weil, wenn zum Beispiel das Torhaus geschlossen ist, so können die Bogenschützen nicht auf den Steinwall Bin zur Stelle. Raufgehen. Mein Bogen ist euer. So. Seht ihr den Ochsen, wie er die Steine ins Lager transportiert? Ja. Und der Guten Morgen, eure Lordschaft. Ochsenführer platziert dann schon die nächsten Steine. Also es reichen definitiv zwei aus bei der Entfernung. Ist ja doch ein recht kurzer Weg. So, dann werden wir mal unsere Waffenproduktion beginnen. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Wir benötigen Steine. Bogenschützen platzieren. Machen wir hier noch den Zinnenwall fertig. Gut, das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Noch eine Treppe dran. Zur Stelle. Mein Herr? In Bewegung. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Na, wir sollten vielleicht doch noch. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. So, ich werde mal eine Nahrungseinheit sperren, damit die sich ansammelt und dann können wir gleich die Steuern wieder erheben,
Dann haben wir einen Rückhalt an Nahrung. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. So, ist die Treppe auch fertig? Schon laufen? Ja. Bin zur Stelle. Bogen haben wir schon da. Fertig. Eure Befehle? Können wir weitere Einheiten rekrutieren und auf der Mauer platzieren. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird der erste Angriff wieder stattfinden. Haben wir noch Wild zur Verfügung, was die Jäger jagen können? Das ist halt auch so eine Sache, wo man darauf achten muss, ob auch noch Wild zum Jagen zur Verfügung steht. Wenn kein Wild mehr da ist, hier oben ist noch welches, ist es halt sinnlos, noch Jägerstände zu bauen, weil die Jäger halt nichts mehr zum Jagen haben. Weil man noch sagen muss, dass es jetzt schon recht weit ist, wohin die Jäger gehen müssen. Die müssen ja bis ins äußerste Ende von der Karte. Das wäre halt doch von Vorteil. Getreide anzubauen. Aber ich habe gedacht, naja, probiere ich es mal so. So, jetzt erheben wir die Steine. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Unsere Lebensmittel. Eine Botschaft der Ratte. Oh, wir ziehen uns also zurück. Das wird euch jetzt auch nichts mehr nützen. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja, in Bewegung. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. So. Bin zur Stelle, mein Herr. Rücken aus. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja, in Bewegung. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Mein Bogen ist euer. Gut, dann ist der Ball eigentlich gut besetzt erstmal fürs Erste. Bin zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. Die Truppen der Ratte greifen an. Das sind doch schon etliche. Ja, müssen wir schauen. So viel Bogenschützen haben wir noch nicht. Eure Befehle? 15, 16. Bogenschützen, das ist jetzt nicht. Bin zur Stelle. So viel. Bin zur Stelle. In Bewegung. Versuchen wir mal die Jäger noch reinzulassen. Hier noch kommen. Noch ist der Feind nicht da. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, Visiere an. Eure Befehle sind auf dem Weg. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. So,
entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Ihr seht, an dieser Stelle kann ich nicht mehr weiter bauen, weil ich zu nah am Wegweiser bin. Das ist eine Sache, die habe ich jetzt nicht so beachtet. Aber es dürfte, denke ich, kein Problem sein. Alte Bessie verhält sich ein bisschen komisch, mein Lord. Viele andere Kühe ebenso. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. In Bewegung. Ja, Rücken aus. Die Truppen der Ratte greifen an. Ich denke mal, ich werde noch eine Pfeilmacherei bauen. Es könnten doch mehr Bögen sein, die ich zur Verfügung hätte. Gerne haben wollen würde. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ich glaube, die Jäger haben auch gar kein Wild mehr zum Jagen. Sieht schlecht aus. Das vielleicht. Ah, doch, hier. Okay. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ja, das sind Leiternträger, die Leitern an meine Welle stellen und die Lanzenträger in dem Fall könnten dort die Leiter hoch klettern. Ja, Leiterträger brauchen wir immer sehr viel, weil sie halt nicht viel aushalten. Sie sterben halt recht schnell. Ihr seht, jetzt schießt mein Jäger lustigerweise auf den Feind. Katapulte kommen jetzt auch noch. Aber ich denke nicht, dass sie wirklich eine Chance haben. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Mein Bogen ist euer. Zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Bin zur Stelle. Eure Befehle? In Bewegung. Dieser Angriff wäre auch zurückgeschlagen. Ja, ich denke, in die ersten Missionen ist es noch recht einfach. Ich möchte mal probieren. Na, hier oben kann ich nicht bauen. Das ist zu nah am Wegweiser. Ja, gut. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle.
Rücken aus! Die Truppen der Ratte greifen an! Ja, man sieht, es sind schon mehr feindliche Einheiten, die dann uns belagern wollen, als wie in den ersten Missionen. Ja. Aber mit genug Vorbereitung. Bin zur Stelle. Einheiten an Bogenschützen. Ja. Dürfte das alles kein Problem werden. Die alte Bessie verhält sich ein bisschen komisch, mein Lord. Viele andere Kühe ebenso. Die ganzen Kühe haben auch Namen. Ist auch recht lustig. Frieda, Butterblume. Ja. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja, wie ihr seht, die Lanzenträger sind halt wirklich sehr schwach. Sie kommen nicht mehr wirklich bis zu den Wellen. Schießt jemand auf uns? Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Ziel angepeilt. Eure Befehle? Pfeile bereit. In Bewegung. Schützen treffen nicht immer, sind anscheinend nicht so zielsicher. Bogen gespannt. Bin zur Stelle. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Eine Botschaft der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depüs angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Ratte, die auf uns zumarschiert. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Die Burg zur Stelle. Hat Stand gehalten. Gut. Ja, Holz und Stein haben wir im Überfluss, sehe ich gerade. Die Truppen der Ratte greifen an. Also, und hier die Holzfäller müsste ich eigentlich auch wieder umplatzieren. Aber ich werde dafür einfach noch eine Käserei bauen. Zur Stelle. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg.
Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Eure Befehle? In Bewegung. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. So, haben wir noch eine Truppe hier draußen. Sind auf dem Weg. Also ich halt doch immer einige Bogenschützen hinter diesem Fels verstecken. Mein Herr? Denke ich, Visiere an. Kein Problem sein. Eure Befehle? Okay, einen haben sie niedergestreckt. Rücken aus. Das ist leider nicht möglich. Ziel angepeilt. Also jetzt so ein Katapult hält da doch schon einige Schüsse aus. Ja. Oh. Muss ich mich jetzt kurz entschuldigen, hat wohl mein Spiel einen kleinen Aussetzer. Würde ich nach der Mission bestimmt mal kurz unterbrechen müssen. Mal sehen. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Gut, das dürfte es gewesen sein für die Mission. Eine Botschaft der Ratte. Doch. Ich habe doch tatsächlich schon wieder verloren. Genau. Sieg. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Stronghold. Macht's gut. Ciao.